Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Douglas-Haul für dich, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und es gibt auch noch eine Verlosung. Und ich habe eine kleine Frage an dich und zwar... Das musst du übrigens machen, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Das ist quasi die Gewinnspielfrage, die nenne ich dir jetzt schon direkt zu Anfang. Es ist so, ich habe am Wochenende jetzt letztens sowohl bei Douglas als auch bei Flaconi, Cosmetic for Less und Sephora bestellt. Jetzt habe ich mich aber dazu durchgerungen zu sagen, nein, ich mache 4 Videos und dann auch in dem Sinne ja 4 Verlosungen. Wie findest du das schöner? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Wenn ich ein Video mache... Oder wenn ich wirklich 4 Videos so wie jetzt mache, pro Laden, wo ich ja quasi online geshoppt habe, ein Video. Musst du entscheiden, wie ich das zukünftig machen soll, schreib mir das gerne mal unten in den Kommentaren. Wir haben nämlich aktuell End of Summer Sale überall gehabt und da musste ich einfach zuschlagen. Da gab es so schöne Sachen und ja, dann schauen wir uns mal das Douglas-Paket von innen an. Von außen sieht es aus wie immer. Ne? Es ist halt relativ groß, weil... ich alles in Geschenkverpackung habe verpacken lassen, wie immer, weil die Geschenkverpackung nehme ich dann auch immer für Tauschpakete, Trashpakete und so weiter, Verlosungspakete, um die Sachen halt schön da rein zu verpacken, damit es auch besser gesichert ist. Finde ich manchmal tatsächlich besser als Luftpolsterfolie. Ja, ne? Aufmachen. Und hier haben wir dann die ganzen Paketis. So, also was ich so dazu gekriegt habe, ist einmal, Moment, diese Nourishing Moisturizing Snow Mask Aquafocus von Douglas. Und das ist eine Feuchtigkeitsmaske mit Schneeeffekt. Und ich glaube, dass die fürs Gesicht ist. Da steht jetzt so nichts drauf, aber ich würde es vermuten. Die gab es halt als Goodie mit dazu. Und dann habe ich eine Überraschungsprobe ausgewählt. Und es wurde mir eine Parfümprobe von Carcharelle Eau de Parfum reingelegt. Yes, I am. Die riechen wir doch mal, oder? Oh, die riecht schön. Die riecht schön. Die kommt dann in meinen Probenprojekten, was ich halt gut finde. Du hast hier einen richtigen Zerstäuber mit dabei und nicht so einen öden, schnöden Stift, wo du da so reinstüpperst und dann, oh, finde ich ja ganz furchtbar. Und hier habe ich noch 2 weitere Proben, aber da muss ich gleich mal gucken, warum ich die habe. Das kriegen wir aber raus. Dann hier ist ja immer so ein Kärtchen mit dabei mit so ein paar Informationen und dann hast du nochmal 5 Euro geschenkt. Dann habe ich hier noch einen Reisegutschein mit dabei, den gab es halt ab einer Bestellung von 99 Euro. Ich habe für ziemlich viel Euronen geshoppt tatsächlich. Ansonsten gab es keine große Goodie-Aktion, aber es war halt wie gesagt Summer Sale und ich hatte durch die Douglas Points, weil ich die Douglas Card ja habe, da kannst du dich einfach kostenfrei für anmelden, genug Punkte, um 20% Rabatt auf alles zu kriegen. Voll gut. So, dann nehme ich mir mal hier das erste. Und da haben wir auch schon etwas ganz Cooles. Und zwar habe ich mir ausgesucht von Nude by Nature Flawless New Liquid Foundation. Eine Flawless Liquid Foundation. Nude by Nature, da hatte ich nämlich letztens ein Puder von in der Hand, was ich hier bei mir noch habe. Und habe mir gedacht, ach, ich schaue mir mal so ein bisschen mehr was von der Marke an. Und da gab es halt jetzt bei Douglas diese Foundation. In welcher Farbe habe ich die geholt? N2 Classic Beige. Ich finde es immer ein bisschen schwer, Online-Foundations auszusuchen, aber oft habe ich Glück und es passt. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird bei meinem Fullface N verwendet. Das dauert noch ein bisschen, bis ich das Video hochlade, drehe und wie auch immer. Aber die wird auf jeden Fall verwendet. Und bis dahin lasse ich sie aber zu. Da freue ich mich drüber. Und ich fand den Preis auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also ich mache sie trotzdem. Ich möchte euch den Flakon zeigen, weil den fand ich echt schön. Ich meine, guck ihn dir an, ne? Der sieht richtig schön aus. Das ist halt so, eigentlich genau umgekehrt, ein Riesendeckel und hier unten halt wenig Milchglas. Aber wenn du es halt aufmachst, hast du halt viel Milchglas, du hast einen Pumpspender. Und irgendwie, ich fand es einfach total witzig. Und es ist halt wirklich Glas, ne? Ist schon sehr hochwertig und ich freue mich drauf, das zu verwenden. Ja, das wird farblich bestimmt passen. So, als nächstes habe ich von Too Faced das Beach Bag Must-Haves mir geholt. Waterproof Mascara und Bronzer im Set. Und das ist die Better Than Sex in Waterproof. Die wollte ich mal testen. Und dann eine Bronzer mit dabei. Milk Chocolate Soleil habe ich ja und den finde ich auch wundervoll. Und hier auch als Probegröße hast du das in dieser wunderschönen Verpackung, was ich so schön finde. Und hier ist der Bronzer und der ist doch hübsch, oder? Oh, wundervoll. Ja, und der riecht toll. Oh, hier habe ich noch Swatches von einem anderen Video. Läuft bei mir. Ich mache es, ihr müsst es ja auch sehen können, ne? Ich mache es hier mal hin,
Das ist schön, das gefällt mir richtig gut. Ist auf jeden Fall schön dunkel. Der Milk Chocolate Soleil ist nur für mich im Winter passend und der ist dann auch für den Sommer geeignet bei mir. Und dann natürlich noch die Better Than Sex Waterproof Mascara und hier hast du richtig so diese Wasserpünktchen drauf. Ne? Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Next one. Da habe ich mir von Pretty Vulgar den Bury Them With A Smile Matte Lipstick geholt. Da fand ich die Verpackung einfach wunderschön. Das ist die Farbe 10 und die Farbe 10 hat keinen Namen, aber wir, doch, Honest Truth ist die Farbe und die Verpackung, Leute, ist wunderschön, oder? Du hast da so Rosen und dann dieses Roségold da drin, mega schön und ja, das ist die Farbe. Das ist so ein richtig schönes, dunkles Rot und das wollte ich unfassbar gerne mal austesten. Riecht nach nix. Mache ich mir das jetzt drauf? Ich glaube, das wirkt jetzt ein bisschen hart, wenn ich gar kein Make-up drauf habe. Deswegen lasse ich das jetzt lieber mal. Ich kann ihn aber mal swatchen. Das ist halt so ein richtig schönes Lila, ne? Also dunkelrot, lila, Beere, mega. Die nächste Verpackung, da habe ich mir geholt, auch von Too Faced, das Party Ready Essentials Set. Das ist dieses hier. Und da wären wir tatsächlich auch schon bei dem ersten Verlosungsprodukt. Und zwar bei dieser Mascara, die Better Than Sex Mascara von Too Faced, verlose ich in diesem Video unter anderem. Denn die habe ich schon da und die war jetzt halt hier in diesem Set mit drin. Sie ist geil, wirklich, ne? Aber ich habe sie ja schon da. Und ich habe noch viele andere Mascaren, deswegen darf die jetzt verlost werden. So, dann habe ich hier diesen Pineapple Sun, den Bronzer. Der sieht einfach süß aus, ne? No. Da hast du eine matte und eine schimmernde Seite und das wollte ich einfach mal testen. Ich denke, dass man da halt wirklich mit dem Pinsel komplett durchgehen kann. Aber ich swatche die jetzt einfach mal separat und die fühlen sich toll an. Wow. Das ist natürlich sehr hell und sehr dunkel. Also ich gehe jetzt mal mit dem Finger wirklich durch beide so durch. Dann hast du so einen schönen Mischton, ja, der so ein bisschen schimmert. Oh, wundervoll, wird getestet. Das Lippenprodukt, was ja wahrscheinlich ein Gloss sein wird, riecht sehr, sehr süß. Und den mache ich mir jetzt mal drauf. Mega, der ist echt schön. Boah, und so eine Farbe habe ich noch gar nicht. Das ist so eine schöne, metallische, irgendwie voll geil schimmernde Farbe. Gefällt mir richtig gut. Ja, und das halt als Gloss. Und der bappt gar nicht, der ist total klasse. Na, no. Sehr schön. Ja, und dann habe ich hier noch die Banana Cream, ein Setting Powder. Es sind Bananas drauf, Leute. Und der soll nach Banana riechen. Ein bisschen, das tut er wohl, ja. Dann swatche ich das mal mit dem kleinen Finger. Also du hast hier auch tatsächlich echt so Bananas drin, ne? Also so in weiß, in gelb. Und außenrum so rum dieses cremig-peachfarbene. Okay, ich swatche mal wieder Puder. Das, bis dann hier. Ja, es ist einfach, ne? Das ist, brauchst du nicht swatchen. Geile Produkte. Mega geiles Set. Freut mich total, dass ich mir das geholt habe. Ne? Party Essentials. Also damit hast du echt die nächste Party voll am Start. Und dann habe ich noch ein weiteres Too Faced Set bestellt. Und zwar Jared's Favorites. You've got the best of me. Man kann das hier aufklappen. Und dann hast du hier die Produkte nochmal beschrieben. So, in diesem Set enthalten hast du einmal die Travel Size von der Better Than Sex Mascara. Dann in der Travel Size den Chocolate Soleil Bronzer. Der ist noch etwas dunkler als der, den ich dir eben gezeigt habe. Dann der Hangover Primer. Nochmal auch als Reisegröße. Und die 24 Hours Shadow Endurance für Lidschattenprimen. Ich habe dir jetzt hier auf meinem Arm mal die drei verschiedenen Bronzer von Too Faced geswatcht. Oh, man sieht es total furchtbar. Aber es sind wirklich drei verschiedene Farben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass diese beiden Reisegrößen, die ich hier drin habe, tatsächlich derselbe Bronzer sind. Aber das ist es nicht. Auch wenn hier hinten Chocolate Soleil draufsteht. Ich bin mega verwirrt gerade. Ich bin wirklich ultra verwirrt. Ich hätte nämlich eigentlich ganz gerne den hier mit in die Verlosung noch reingegeben. Ich habe ihn jetzt ja einmal geswatcht. Aber er sieht dunkler aus als dieser hier. Also zum einen, wenn man die halt so nebeneinander hält, sieht er schon ein bisschen dunkler aus. Jetzt in der Kamera wirkt es sehr ähnlich, ne? Aber wenn ich die swatche, wirken die einfach unterschiedlich dunkel, ne?
Das ist sehr, sehr merkwürdig. Was ich aber mit in die Verlosung packe, ist auf jeden Fall die Shadow Endurance, denn die habe ich schon in Full Size da. Jetzt habe ich hier noch ein paar Pakete. Hier haben wir das erste. Und zwar habe ich mir bestellt von Amber Valletta Big Impression Lipstick Pencil. Das ist in der Farbe, weiß ich nicht, sehen wir gleich. Habe ich mir bestellt, weil es da tatsächlich noch etwas dazu gab, was ich gerne gleich verlosen möchte. Das ist hier einfach ein Lipstick Pencil. Big Impression. Auch der wieder ein sehr, sehr ähnliches Bärenfarben-Gedöns wie auch der von eben. Aber ich finde den voll geil, weil der halt noch so ein bisschen rötlicher ist, ne? Hat mir richtig gut gefallen und der fühlt sich übrigens jetzt auch sehr schön beim Swatchen an. Und gratis mit dazu gab es diesen Spot-on-Highlighter und den möchte ich sehr, sehr gerne jetzt mit in die Verlosung packen. Fand ich eigentlich ganz sinnvoll. Das ist halt dieser wunderschöne, das ist so schön von der Verpackung, dieses Roségold. Und hier hast du den Highlighter-Stick. Und der passt halt auch farblich zu der Better Than Sex Mascara voll gut, ne? Claudia, Freak. Freak, Freak, Freak. Da habe ich einen Concealer von Maybelline mir mal geholt. Das ist der Fit Me. Das war gar nicht so einfach auszuwählen, welche Farbe ich haben möchte, Leute, weil die Swatches online waren echt furchtbar. Das müsste jetzt die Farbe Ivory oder sowas sein. Ich finde das immer ganz, ganz schwierig. Die Farbe 05 ist das. Ja, Concealer halt. Oh Gott, der ist ganz schön hell. Witzigerweise habe ich jetzt vor ein paar Minuten erst das Trash-Paket ausgepackt von der lieben Lea und habe mir die Fit Me Foundation aufgegeben. Und jetzt habe ich hier ja theoretisch den passenden Concealer. Ich kann das ja mal testen. Sieht schon sehr hell aus, ne? Aber das geht klar, wenn man den so ausblendet. Habe ich, oh Gott, ich habe da noch irgendwelche Swatches von Highlightern dran. Also ja, und von den Bronzern natürlich auch. Also habe ich das jetzt vielleicht so ein bisschen in meinem Gesicht verteilt. Boah. Der hat krass, also gerade in der Kamera sieht das ziemlich heftig aus. Ich teste halt immer gerne direkt, wenn ich die Sachen austeste und ihr seid halt mit dabei, ne? Dann seht ihr das halt, aber ich finde, das geht klar. Wenn ich den halt richtig jetzt mit dem Schwämmchen eingearbeitet hätte, wäre es noch ein bisschen schicker, aber das habe ich nur jetzt gerade nicht, ne? Wird demnächst zum Einsatz kommen. Ich denke, beim Full Face F macht das auf jeden Fall Sinn, ne? So, jetzt habe ich hier ein vorletztes Päckchen Make-up Lockdown Prime and Set Duo geholt von Urban Decay. Ja, ich stehe auf diese Sets, ne? Das ist immer ganz furchtbar. Also immer, wenn ich halt irgendwo sehe, oh, es gibt ein Set, kaufen. Furchtbar. Das ist echt furchtbar. Den Eyeshadow Primer. Oh, ist der nicht wundervoll? Ich finde, oh, dieses, oh, das sieht herrlich aus. Und das ist halt auch mit so einem Füßchen. Das ist ja die, ich glaube, die weiterentwickelte Geschichte von dem Eyeshadow Primer, ne? Und das sieht einfach so hochwertig und so schön aus. Und es ist einfach Urban Decay und Baby, Mama hat ihn lieb. Genau, und dann habe ich mir noch den All Nighter, das Setting Spray quasi ja nachgekauft, weil ich habe es ja noch hier, da ist nicht mehr so viel drin, das ist nur noch ganz wenig. Und ja, dann habe ich es aber auf jeden Fall nochmal als Backup da. Ach so, weil ich über 39 Euro gekommen bin, habe ich mir hier die It Cosmetics CC Plus Your Skin But Better Cream mit bestellen können. Color Correcting, Full Coverage Cream und so weiter. Das ist ja dieses Ultra-Ding. Das ist in der Farbe Medium und die kommt selbstverständlich mit in die Verlosung. Also ich bastel euch ja fast schon ein kleines Full Face hier, ne? Also Highlighter, Eyeshadow Primer und Mascara ist schon mal am Start. Dann auch noch eine Foundation quasi. Das ist das letzte Paket schon. Und das war eigentlich der Grund, weswegen ich dort bestellt habe. Und zwar wollte ich die mal ausprobieren. Von NYX die First Base, das Primer Spray. Das hatte ich nirgendwo anders in verfügbar gefunden. Das war jetzt das Einzige, was noch da war. Und das ist einfach ein Fixing Spray, ne? Ja, das scheint auch wieder eine Überraschungsprobe jetzt gewesen zu sein. Ein Duschgel und da sind ganz viele Äpfel drauf. Riecht sehr, sehr frisch und kommt auch mit in die Verlosung. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein Haul. Bezüglich der Verlosung, weißt du, welche Frage du beantworten musst? Die habe ich dir ja genannt. Das sind die Produkte, die du gewinnen kannst. Da kannst du dich sehr drüber freuen, denn es sind ultra geile Produkte. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, uns vielleicht noch
noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!